Also vielen Dank einmal für die tolle Bildbesprechung. Und wie gesagt, diese Bildbesprechung ist ja ein fixer Bestandteil, aber vielleicht etwas Prinzipielles. Oliver, was meinst du? Für mich wären das zwei Belichtungen eigentlich so ein Bild, wenn ich da wirklich den Himmel richtig haben möchte, weil ansonsten geht es fast nicht, weil es wird einfach zu hell. Der Naja, Kontrast ist zu groß. es gibt die technische Komponente, wo man Ja. sagt, also der Kontrast ist extrem, also die Sonne auf der einen Seite und dann will man auch im Vordergrund was zeigen, also speziell dann die Schneeberge, die eigentlich auf der Schattenseite sind. Ja, es ist immer ein Kompromiss und ich sage immer, der Künstler gestaltet sein Bild, wie er halt möchte. Also, Ja, und interessanterweise ist es auch eine sehr moderne Art der Fotografie, denn diese ausgerissenen hellen Stellen sind eigentlich jetzt nicht, das wird eigentlich auch in der Werbung sehr viel verwendet. Also das ist nicht so wie früher, dass man da jetzt gleich einmal die Fotos komplett zerreißt. Das ist auch sehr viel Geschmackssache, die das haben. ja, und wenn man den Weg geht, Struktur und Zeichnung, also in den hellen Stellen, also im Sonnenbereich und dann noch Licht im Vordergrund, dann wären das HDR-Bilder und die Schauen dann wieder unnatürlich aus. erstens unnatürlich, aber es ist wieder Künstler, entscheidet, wie er sein Bild macht Ja. oder die Künstlerin. Und mein Geschmack ist es weniger, dieser HDR-Look. Ja, wenn es so künstlich ausschaut, gell? Ja, Was so es übertrieben ist. Ja. kommt halt immer darauf an, wie Aber stark man es das ist macht. halt, natürlich Und kann man jetzt ist so ein Landschaftsbild kritisieren. Schaut da mal kurz auf dieses Landschaftsbild. was, kannst du dein Bildschirm noch schnell freigeben, Konrad? Ja, freilich. Ich gehe auf den Rechner. Ja, wir gehen jetzt schnell auf den Rechner, genau. Ja, also es ist schon da. Für meinen Geschmack, ich hätte vielleicht eine Spur des Stativ höher, dass man vielleicht ein bisschen was von der Meeroberfläche sieht. Jetzt habe ich nur die Welle und sehe aber nichts dann geht das Bild nämlich mehr noch in die Tiefe. Das wäre also mein persönlicher Geschmack. Also ich war leider nicht dabei. Ich weiß nicht, Walter, hast du vielleicht eins noch aufgenommen, das ein bisschen höher ist vom Stativ? Aber vom Stativ höher habe ich es nicht, aber nachdem die Wellenbewegung extrem war und sehr unterschiedlich war, gibt es natürlich auch Bilder, wo das Meer deutlich sichtbarer ist als auf dem Bild. Ah, okay, ja. Es war halt immer der Ja. Kompromiss, der Sand und diese Strukturen funktionieren ja hauptsächlich nur, wenn sich das Meer zurückzieht. Und wenn sich das Meer zurückzieht, gleichzeitig zu schauen, wie sich sozusagen das Meer in die Wasser, die Wellen sich bewegen, das war halt immer sehr, sehr knapp, den richtigen Moment zu erwischen. Ne? Ja. Jetzt 1.1 möchte ich generell in noch, dem Bild viel Bewegung drinnen war oder am Strand. würde eins gerne noch dazu sagen, weil das Thema ausgerissen gekommen ist. Das Bild ist nicht ausgerissen. Es ist sehr hell, aber da ist immer noch Struktur drinnen. Na, ich hab's Auch, mit, ja. ich bild mir ein mit -1, aber es fotografiert. Ja, also ich hab mir das Histogramm angesehen. Funktioniert Das ist definitiv auch im hellen Bereich nicht ausgerissen. aber es stimmt, man hätte, also so wie es das du dann bearbeitet hast, schaut es alles ein bisschen knackiger aus. Das ist ohne weiteres, sage ich immer, ein guter Ansatz. Dankeschön, ja. Aber Ja, das dann. Schöne, das wollte ich noch sagen, das Schöne ist ja, wenn man jetzt diskutiert über Bilder. Also ich nehme auch immer gerne Feedback an, wenn jemand über meine Bilder spricht, weil man sieht plötzlich seine eigenen Bilder mit anderen Augen. Und das finde ich auch ganz wichtig. Okay, dann werden wir gleich mal zum nächsten Punkt kommen. Ich muss nur mal ganz schön in meiner Präsentation nach vorne gehen, damit das funktioniert. Hat eine Sekunde, kannst du mal rausschalten. Die Bettina ist meine Grafikerin und hat uns alle ganzen E-Books gestaltet und viele Logos gemacht. Und die ist aber eine großartige Illustratorin, die sehr viel zeichnet und hat dieses Buch Die Honigtrunkmaus vor kurzem gemacht. Und jetzt werden wir die Bettina mal zuschalten. Magst du uns doch mal ein bisschen was über das Projekt erzählen? Hallo? Ja, hallo. Ja, Warte hallo. mal, Bettina, wir müssen ihn nur ganz kurz groß machen. Das dauert jetzt eine Sekunde. Oh Gott, So. okay. Warte mal, passt schon, passt schon, passt schon. Du kannst schon am Reden anfangen, ich tue dich dann da werden wir. Ich mache dich dann schon groß, gell? Du kannst schon erzählen.
Okay, ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie das so entstanden ist. Ist das okay? Ja, bitte, bitte. Ja, okay, danke. Okay, ja, ich bin die Bettina Planiavsky und wie es der Karl schon jetzt gerade gesagt hat, ich bin also schon seit 20 Jahren Illustratorin und Grafikdesignerin, selbstständig und eben als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und man hat dann so die Nachrichten verfolgt. Ja, das war dann ziemlich schlimm für mich, wo ich mir gedacht habe, selber hat man Kinder und ja, mich hat das so berührt und habe mir gedacht, wie kann ich helfen? Naja, dann habe ich die Caritas angerufen und die haben mir gesagt, das Einzige, für was sie mich halt einteilen könnten, das was total dringend brauchen würden, wären in die Auffanglager Menschen oder die, was mit den Kindern Geschichten lesen, weil es halt einfach so traumatisiert ankommen und auch die Mütter total fertig sind, dass sie Ablenkung brauchen. Ja, dann haben wir gedacht, na super, Russisch und Ukrainisch kann ich nicht, was mache ich? Ja, und dann ist mir halt mal, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch angefangen, also eigentlich schon fertig gemacht, illustriert. Und haben wir gedacht, okay, das mache ich jetzt da. Habe meine Texterin angerufen und mitten in der Nacht und habe gesagt, du, halt her, mach mal. Also, dass wir das Buch den Kindern auf Ukrainisch und Russisch schenken. Die, was in die Auffangzentren sind, die, was ein bisschen eine Ablenkung brauchen. Ja, und genau. Und ab dem Zeitpunkt hat es eigentlich gar kein Zurück mehr gegeben. Es ist deswegen so ein schönes Projekt, einfach weil alle paar Tage irgendwer dazukommt. Also mittlerweile, es ist jetzt mittlerweile schon im Endspurt in den letzten 3 Wochen, das waren die spannendsten meines Lebens, glaube ich. Ja, also es ist jetzt da im Druck schon fertig, ist ein Hardcover gebunden. Warte, sieht man das? Ja, da ein bisschen mehr von der Kamera, Bettina. Ja, genau, super. So? Ja, jetzt perfekt. Genau, auf Ukrainisch, Russisch. Aber das Interessante ist ja, du hast ja dann gesagt, wie viel 8000 Stück habt ihr gedruckt, oder? Es sind jetzt, also wir haben einen Sponsor bekommen, einen großen, also das war die Reika Wien Holding. Die hat einen großen Teil gesponsert von diesem Projekt und natürlich voll viele Firmen, Unternehmen, Einzelpersonen. Es sind 8000 Stück zusammengekommen und das Spannende oder das Schöne war, dass gleich in der ersten Woche der Zivilschutzverband, also der Herr Kreuzer gesagt hat, also, und mit dem habe ich heute wieder telefoniert, weil es ja jetzt innerhalb von 3 Wochen ist viel passiert in der Ukraine, wo er gesagt hat, das war schon der erste Satz von ihm, wo er gesagt hat vor 3 Wochen, das ist so schön, sie unterstützen das Projekt, weil die Kinder werden mit allem versorgt, eben die Flüchtlingskinder und alle, aber sie brauchen halt auch was für die Seele. Ja. Und ich finde das besonders schön, dass ihr das auch jetzt auch in Russisch gemacht habt. Aber jetzt vielleicht ein bisschen eine Frage, was unsere Zuseher interessiert. Zeichnest du diese ganzen Illustrationen mit der Hand oder mit einem Tablet? Wie zeichnest denn du? Also ich bin trotzdem ein Fan von, also dadurch, dass ich die grafische gemacht habe, bei uns war das Handwerk, also dieses Zeichnen, ich mache das voll gern Mischtechnik, Aquarell vermischt mit alle möglichen Formen. Natürlich die Retros macht dann der Franz, mein Lebensgefährte. Und ich habe ein großes Tablet und manchmal, wenn die Farbe so ausrennt und so, das wird natürlich dann schon noch, das tue ich schon retuschieren und alles, dass das ganz, also dass das Bild klar wird. Dann ein Buch, weil es ist halt trotzdem 27,5 x 21,5 und ja, da sieht man dann, also da bin ich halt einfach wahrscheinlich voll, das ist halt mein Job. Ich bin da voll hakelig, genau. Ja, das tue ich dann noch überarbeiten am Schluss. Mit dem Stift, am Tablet, alles. So genau. Gut, wie geht es jetzt weiter? Du hast ja gesagt, ihr habt so einen deutschen Verlag an der Angel unter Umständen, oder? Erzähl mal, was sind die nächsten Schritte? Nein, du, Karl, echt, es ist ein Wahnsinn. Ja, also ich bin ja so happy, heute Vormittag ist die ganze Koordination sowohl in die, also der Herr Kreuzer übernimmt. Der Zivilschutzverband. Der Zivilschutzverband übernimmt eigentlich 3000 Stück.
in die Zentren. Also wir wissen nicht, das weiß dann der Herr Andreas Wenninger wahrscheinlich besser, wie es dann in Lemberg ausschaut, aber es war damals schon mein Wunsch, dadurch, dass viele Flüchtlinge in Lemberg waren, dass man sagt, okay, sind viele Kinder dort und ja, das ist, für mich war das eher so, wo ich mir denke, wenn es nur eine halbe Stunde ist, eine halbe Stunde Frieden im Wahnsinn, so, ja, für die Kleinen. Ja, also es wird jetzt in die größeren Auffangzentren, eben Polen, er hat auch irgendwas Rumänien gesagt, im Grenzgebiet, ja. Genau, das macht halt der Zivilschutzverband mit dem Roten Kreuz und der Caritas jetzt einmal ein gewisses Stückzahl. Das Rote Kreuz Österreich, da hat mir eine Dame angerufen vor 2 Wochen, ja, die hat mich bis jetzt total super unterstützt, die Frau Huber, die hat ganz Österreich eigentlich schon ziemlich mit ihren 4000 Stück bestückt und die haben dann die Kindergärten und Volksschulen angerufen. Ja, also es, wie gesagt, es ist spannend, ich weiß ja nicht, was morgen ist, also ich bin einfach schon so froh, wenn es dann ausgeliefert ist und dann möchte ich natürlich auch hinfahren nach Wien, Linz, leider an die Grenze darf ich nicht mitfahren, hat der Herr Kreuzer gesagt, obwohl ich das gern gemacht hätte. Ja. Und Bettina, ich hoffe doch, dass sie das einmal irgendwie ein bisschen beruhigt. Und da können wir vielleicht einmal gemeinsam nach Lemberg fahren. Also, weißt du, wir halten eh Kontakt. Ja. Und es wird auf alle Fälle eine Buchpräsentation in Wien geben, die wir über unsere sämtlichen Kanäle bewerben werden. Und da wird vielleicht der eine oder andere dann auch persönlich kommen können und dich kennenlernen. Und mit dem Andreas bin ich ja eh permanent im Austausch. Und wir sind auch mit der Fotoschule Lemberg. Also, wir werden uns da auch bemühen, dass wir da ein bisschen was weiterbringen. Ich habe zuerst schon ein PDF gepostet. Da sind die ganzen Spendenkonten auch drinnen. Die sind bei uns auf der Webseite im Blog. Also im Blog gibt es einen Blog über das Fotoprojekt und der Blog über das Buchprojekt. Und wenn jemand da noch Fragen hat, bitte einfach melden. Ich habe schon 2 super Rückmeldungen im Chat gekriegt. Der Franz schreibt meine Gratulation zum Buchprojekt. Der Walter schreibt, das finde ich spitze. Also es ist ja großartig. Ja, es ist so schön. Und die Annette schreibt, finde ich auch gut, ein wunderbares Projekt, Gratulation. Also so viele Leute sozusagen beteiligen sich da, machen mit, das ist wirklich ganz, ganz eine tolle Sache. Bettina, vielen lieben Dank, liebe Grüße nach Golling. Wir werden uns eh demnächst sehen, weil wir müssen ja noch die E-Books durchackern. Wir haben ja noch richtig bodenständige Arbeit auch zu machen. Also alles, alles Liebe, liebe Grüße an Franz. Und ja, ich schalte mal zurück ins Studio. Ja, danke, Karl. Danke, danke, Bettina. Ciao. Ja, und großes Daumen hoch für das Buchprojekt. Ma, danke, Philipp. Super, so, jetzt kannst du mal umschalten auf die große Kamera. Ja, genau, jetzt sollten wir wieder die große Kamera haben. Perfekt. So, warum sich ich dann noch? Lass mal uns mich selber pinnen. Das ist leider da, habe ich den 2. Monitor heute. Ist ein bisschen mühsam. So. Sehr gut. Gut, dann sind wir ja fast am Ende. Und jetzt vielleicht nur ganz kurz. Der Oliver war ja auch schon 2-mal in Lembeck und das wird auch unterrichtet. Oliver, erzähl vielleicht am Abschluss noch ein bisschen was da deine Erfahrungen waren. Ja, also ich war 2-mal im Winter in Lemberg, der Andreas Wenninger hat mich eingeladen und wir haben da 2-mal ein Projekt gemeinsam mit der Universität durchgeführt. Das erste Mal, wie ich dort vor Ort war, das war vor 2 Jahren, da ging es um Fotografie, also die jungen Studentinnen und Studenten, die haben wir halt in einem 2-Tages-Kurs weitergebildet in journalistische Fotografie, waren alles irrsinnig engagiert und eine tolle Atmosphäre. Und im letzten Winter war ich wieder dort und da ging es dann um Videografie, also auch wieder zum Thema Videojournalismus. Und ich bin natürlich dann am Abend da immer ein bisschen herumspaziert in der Stadt und es war Winter, es war kalt und trotzdem war da so viel Leben auf den Straßen und Gassen und die jungen Menschen haben sich dort gesammelt und haben gesungen. Also das dürfte da, glaube ich, eine ziemlich übliche Praxis sein, dass man halt sich dann trifft und wenn dann ein paar gute Stimmen dabei sind, die singen dann einfach und man bleibt dann stehen und hört sich das an. Also es war immer ziemlich beeindruckend und es ist halt
spannend und diese Info habe ich vom Andreas bekommen. Also Lemberg und die Ukraine an sich sind ja das Silicon Valley von Europa. Also dort sind die, dort wird die ganze Software programmiert, die dann in Europa genutzt wird. Also nicht nur in Indien und in den USA wird programmiert, sondern wir beziehen viele unserer Software da aus der Ukraine. Und das ist jetzt natürlich auch ein Problem vor allem. Ja, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns einmal von den Leuten, die beim Livestream dabei waren. Das Fotocafé lassen wir noch ein bisschen offen und sagen einmal danke fürs Dabeisein. Oliver, kannst du mir ins Ja, ja, also liebe Leute auf Facebook und dann bis bald. Und das Fotocafé lassen wir jetzt noch ein paar Minuten offen, wir sind halt super in der Zeit. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder auch noch irgendwas mitteilen möchtet, dann bitte macht's das. Ich werde einmal das Ganze jetzt groß machen, damit ich euch alle sehen kann. Wir sind ja heute wieder eine super große Runde und vielen Dank auch für die. Okay, also es hat halt leider ein bisschen technische Probleme gegeben, aber das mag auch am Livestream liegen. Das werden wir in Zukunft wieder lassen. Es ist einfach wirklich nahezu unmöglich, ein Zoom-Meeting zu streamen. Das ist derartig aufwendig. Aber ich zeige nur kurz, wie die Technik heute ausschaut. Also wir haben natürlich weder Kosten noch Mühen gescheut, den ganzen Nachmittag schon aufgebaut. aber. Wie gesagt, das Fotocafé, wir versuchen halt auch sehr solidarisch zu sein und anderen zu helfen. Es ist eine super Community, die sich da einfach in den letzten Jahren gebildet hat und das bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Wenn ihr jetzt noch irgendwas beitragen möchtet, dann könnt ihr euch mal kurz melden, weil ansonsten gehen wir ein Bier trinken, Oliver, oder? Ja, ich glaube, das haben wir uns heute verdient, ja. Oder?